Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Flower Power. Und ihr seht gerade, ich habe Loy in der Hand. Das hat einen ganz gewissen Grund. Und zwar habe ich gesehen, wir hatten hier schon einen Kompressor dran. Das Problem war, wir hatten Strom von hinten, das Interface von oben. Und da zieht das natürlich nicht raus automatisch. Und ja, heute wollen wir dann das richtig bauen mit den Kompressoren und Interface. Da waren die Dinger drin. Aber wir brauchen erstmal die anderen Teile noch alle hier, denn ja, das können wir alles autocraften. Hier, das hier brauchen wir noch. Müssen wir das hier einstellen. Cold Dust. Was haben wir denn in Cold Dust? Den hier würde ich gerne nehmen. So, weil davon haben wir mehr. Das ist ja ein Nebenprodukt, wenn wir Kohle machen. Das hier. So, dann brauchen wir jetzt noch das hier einmal herstellen. Gut, dann. Okay, die Dinger haben wir, dann müssen wir das hier noch machen. Haben wir noch hier irgendwo auch einen Kompressor, oder? Ja, hier. Ich habe eben Lampen gemacht. So. Eins, zwei Stück davon herstellen. So ein. Warum habe ich jetzt so viele gemacht? Oh Mann. Zack. Egal, habe ich hier schon welche drin? Nee. Habe ich da denn für Glas drin? Braucht ihr das irgendwo für? Ach, Eis habe ich hier drin. Ach stimmt, für 100, dann brauchen wir ja Eis, ne? Genau. So. Mit dem mal kurz. Dann sagen wir, mal oben machen. Da ist das Ding. Das hier ist, ja, Furnace ist richtig. Eins ergibt eins. Können wir die jetzt herstellen? Die können wir herstellen. Das Ding auch. So. Okay, müssen wir jetzt erstmal. Das war craften. Ne? Das ist craften. Das ist craften. Das muss in den Kompressor. So, dann haben wir. Die haben wir jetzt. Die können wir dann auch holen. Das. Iridium, das muss auch ein Kompressor. Das heißt, ein Iridium gibt ein Ingot. Iridium. Haben wir nämlich schon. Ein Ingot brauchen wir. Einmal normales Iridium. Dann Furnace Mode wieder hier. Ein Iridium ergibt das hier. So. Und dann. Und das hier noch herstellen. Das ist aber Crafting. Ja. Kommt das hier wieder in einen Molecular Assembler. Das sind ja diese Dinger, die craften. Falls ihr Fragen habt, wofür was und sowas ist, dann könnt ihr das hier gerne schreiben. Dann kann ich euch das auch alles erklären. Ja. So, dann können wir dann eigentlich schon. Nee. Das hier eigentlich schon herstellen, ne? Genau. So, dann. Zack, zack. Das hier. Was fehlt mir denn dafür? Okay, so ein Iridium-Ding, ne? Das fehlt mir. Aber wir können jetzt ja mal Iridium einmal eins craften. Perfekt, funktioniert. Super, so, dann funktioniert das ja auch schon. Dann machen wir so. Das ist auch nur craften. Das heißt, das kommt auch in einen Molecular Assembler. Ist ja egal, in welchen wir das reinpacken. Sollte halt nur nicht in die gleichen sein. Weil sonst staut sich das halt. Weil dann will er erst das herstellen. Das kann er natürlich nicht herstellen, wenn da was anderes schon hergestellt wird in diesen Crafting-Dinger. Gut, das heißt, wir sind jetzt so weit, dass wir den auch schon craften könnten dann, ne? Ich glaube nicht, dass wir alles dafür da haben. So. Gib mir diese Plate, ne? Ich weiß jetzt noch nicht mehr, wie die heißt. Das Ding hier. Einmal bitte herstellen. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, sagen so, zack. Wieder was zum Craften, das kommt dann in das andere Ding rein. Und zack. Fehlt uns. Okay, jetzt fehlt uns einmal das Ding. Packen wir das ja auch gerade irgendwo rein. Heißt das Ding Encoded Pattern? Encoded. Ich hab das doch hier reingepackt, oder? Da. Encoded Pattern, warum?
Warum zeigt er mir das denn nicht an? Das hier. Ist doch einfach nur craften, oder? Ja schon. Warum willst du mir das denn jetzt nicht anzeigen? Ja, nee. Ach. Call Pattern heißt das Ding. Oh mein Gott, ich bin so ein Vogel. Okay, davon craften wir mal eine. Wunderbar, dann können wir das hier reinpacken. Sagen, das hier, das ist auch nur gecraftet. Zack. Dann das noch irgendwo rein. Oh, das heißt auch ein Call Pattern. Gut, dann gehen wir jetzt mal hinten zu meinem Punkt, den ich schon fertig vorbereitet habe dafür. Hier durch. Da habe ich nicht schon einen Raum gemacht. Dafür brauche ich die Lampen, die hier überall sind. Und ja, das sind komische Lampen. So Lampen, die hell sind und so. Die funktionieren aber nur mit einem Redstone-Signal, deswegen sind da überall Redstone-Blöcke neben. Und hier haben wir den Vorteil, dass wir hier direkt schon einen Anschluss haben an die ganzen Sachen. So, dann würde ich jetzt, glaube ich, gerne. Mache ich die Energie. Starten wir einfach so. Dann kommen da die Kompressoren drauf. So. Oben drauf das Interface. Und da kommen jetzt das so und so. Hier einfach so und so. Okay, das heißt, die sind alle weg. Dann kann ich eben gerade hier einmal die Sachen wegpacken, die ich jetzt nicht mehr brauche. Auch nicht mehr. So, das bedeutet, wir brauchen jetzt hier Strom. Ein tiefer. Ein bisschen zu tief gewesen. Uns hier mal eben Strom. Weiß noch nicht genau, das ist Energy. Okay. Blöd, ich will das eigentlich gerne unten haben. Ah, hier können wir runterziehen. Okay. Item Energy. So. Da so hin. Dann hole ich mir gerade eben nochmal Fassaden. Fassaden wären schon nice. Wir das direkt verstecken können. Kon. Das hier. Den Redstone-Block nämlich hergestellt. So, davon machen wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 machen. Dann haben wir da auf jeden Fall auch schon mal genug von. Ja, dann haben wir das, das. Dann müssen wir noch irgendwie von hinten die rausholen, die Sachen. Da brauchen wir natürlich. Ich gerne, glaube ich, Basalt nehmen. Haben wir noch Basalt? Ah, hier haben wir noch Faden. So. Kommen die dahin nicht gut, ne? Die Kabel kann man jetzt halt natürlich nicht verstecken. Ja, ganz klar, aber halt so jetzt. Chest brauche ich. Chest. Weil. Kann man eine Dia-Chest haben. Dahin. Ich jetzt noch ein Import-Bus. Hey, Sachen in seinem E-System nachher wieder importieren. So. Ja. Und Item-Conduit. Sagen wir natürlich Insert, da sollen die Sachen rein. Wollte gar nicht so weit ziehen. Und zack. Sagen wir Extract always active. Extract always active. Kommen hier natürlich wieder die Bodenplatten rein. Hier die. Schaden. Kommen tiefer Schaden hin. Ich einfach auch. Sieht gar nicht so schlecht aus. Hier kann man es natürlich nicht. Ach,
Ach, da ist gar kein Anzeigefehler, ich finde wirklich die Blöcke. Ich würde sagen, ich hasse diese Anzeigefehler. Ja, aber da ist halt Anze gut. Können wir eigentlich auch vielleicht Basalt suchen? Basalt. Halt hier auch Basalt. Hier so eine Wand macht daraus. Wie ich meine. So, dann können wir hier natürlich noch mehr Maschinen anschließen. So. Das sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, wenn das so steht. Okay. So, das bedeutet, an sich dürften die jetzt einsatzbereit sein, die Kompressoren. Probieren wir doch gleich mal. Solar. Warten wir mal 5 Stück, sag ich mal. Fehlt Iridium. Warum missing? Sagt er, dass die Ingots missing sind. Die haben doch eingestellt, dass die selber gecraftet werden können, oder? Oder habe ich da wieder was gefailt? Iridium. Nein, habe ich nicht. Dann wollte ich das auf jeden Fall. So, das hier. Das muss den Kompressor. Habe ich das denn nicht drin? Habe ich das nicht gemacht? Hier sind doch die Iridium. Achso, ja. Kommen. So. Seite. Habe ich jetzt noch Space nach oben? Oh, nicht so viel. Aber gut, das reicht. Wie lang? Gut, dann können wir von hier das ME-Kabel holen. Erde zumachen. Kabel. Hier oben lang führen. Ich damit Basalt zumachen kann. So. Und so. Sollten die angeschlossen sein, dann können wir hier wieder zumachen mit Basalt. Dann sieht man auch nichts. So, und jetzt müsste ich rein theoretisch die bestellen können. Das ist ja hier jetzt. Wir brauchen natürlich dann nochmal neue Upgrades, weil das echt sonst lange dauert hier, ne? Das waren, denke ich mal. Weil wir jetzt hier das Solar, wobei wir können es einfach laufen lassen. 5 Stück mal bestelle, sagt da nichts missing. Ich sag Start. Jetzt macht er hier die Iridiumplatten. Und davon hatten wir sogar noch genug. Okay. Dauert natürlich jetzt einen kleinen Moment. Aber es funktioniert soweit. Das ist schon mal super. Das freut mich. Dann habe ich da ja alles richtig gemacht mal. So, Crafting. Wie sieht's aus? Oh, ich crafte noch Glas. Da crafte ich auch noch was, das hat sich wahrscheinlich wieder irgendwie alles aufgehängt, weil der hier auch Cleared Glass braucht, so. Dann müssen die Solar-Dinger jetzt ja fertig sein. Solar? Nice! So, dann haben wir jetzt die Advanced, dann würde ich die natürlich auch gerne haben. Können wir herstellen? Lapis müssen wir, glaube ich, auch herstellen können, müssen wir mal gucken. Lapis, ja klar. Ich sage mal, go. Was geht dann? Können wir herstellen? Iridium-Platten dürften wir ja... Können wir die herstellen? Iridium. Können wir nicht herstellen. Dann müssen wir das auch noch einstellen. Boah, das kostet so viel Iridium, ne? Das ist schon krass. So, dann können wir die jetzt auch herstellen. Können wir alles herstellen. Das hier. Das können wir herstellen. Das haben wir im letzten... Ne, haben wir ja schon gemacht gehabt. Diese müssen wir natürlich noch herstellen. Das ist das, ne? Genau. Halt auch so ein bisschen teuer. Aber es ist natürlich auch krass viel Energie, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Da ist echt mega viel Energie, die wir dadurch gewinnen. So, und dann kommt das dahin. Wobei das wäre. So. Und jetzt könnte ich rein theoretisch sagen, das hier herstellen. So.
hin? Solar? Können wir davon jetzt, sag ich mal, einfach mal 5 Stück, glaube ich, zu viel. Weil wir wahrscheinlich zu wenig Iridium. Die sind missing. Warum sind die missing? Kannst du doch craften, oder nicht, diese Sterne-Dinger? Ja. Warum willst du die denn nicht craften? Ja, da will er die craften. Aber, warum willst du die denn nicht craften, wenn ich hier Solar eingebe? Kann ich doch herstellen. Hier, craften. Zack. Das hier. Dann sage ich jetzt mal 2 Stück, denn du müsstest ja sagen 1 missing. Ne? 2 missing. Warum sind 2 missing? Wenn ich davon nur 1 bestelle. Auch missing. Warum? Ach, ich habe nur die. Ich muss das natürlich hier noch. Okay, du hast vollkommen recht. Du hast recht, ich habe Unrecht. Gut. Wir haben aber auch fast die gleiche Textur, ne? Aber gut. Solar. Stell ich mal 2 davon. Alter, schon teuer, Alter. Machen wir mal, zack, 2 von den Dingern. Also als nächstes werden die dran. Was ist das denn? Iridium ist ja nicht. Ach, ich... Also wir könnten natürlich auf diese Dinger gehen. Dafür brauchen wir dann aber schon viele. Was ist das? Oh. Oh. Okay, dann gehen wir echt auf... Das günstiger. Das hier. Weiß es nicht. Wir gucken mal. Hallo? Ah, danke. So. Dafür können wir das Ding ja wieder übercoden, sag ich mal, ne? So, und das packen wir jetzt einfach mal hier rein. Solar. Wenn ich das Ding jetzt crafte, sage 1, braucht der 42 Iridium. Okay. 42 Iridium ist eine Hausnummer. Machen da. Okay, ja. Und wenn wir den jetzt. Da brauche ich aber die Dinger für, ne? Genau. Raus, zack, zack. Wenn ich den jetzt da reinpacke. Oh. Ja, einfach direkt wieder gelöscht. Okay. So, dann machen wir. Das ist natürlich echt schon eine richtig krasse Hausnummer so, ne? Aber wie ist das? Man muss das jetzt alles nur craften, ne? Okay, das kommt in den Kompressor. Also müssen wir das Ding erstmal herstellen. Da haben wir natürlich den falschen Coal Dust für. Coal Dust? Ja, hier. Ich meine, Coal Dust haben wir mehr als genug. Daran sollte jetzt nicht scheitern. Aber. Eincoden. Kohlebälle. Mach mal gerade 10 Stück von. So, dann diese Dinger. Einen dahin. Einen irgendwo hier rein. Gucken, ob ich den rechtzeitig rauskriege. Glaube ich zwar nicht, aber wir können es ja probieren. Schneller als du, ich bin schneller als du. Ja, bin ich sogar echt. Nice. So, das ergibt das hier. So. Dann haben wir das ja schon. So, das alles. Nur craften, ne? Genau. Zack. Ich weiß, ich habe keine Obsidian. Obsidian. Hey, ich habe mehr als genug. Ich auf Crafting. Ja, wahrscheinlich dann. So. Will er nicht. Okay, das ist wieder sowas. Dann packen wir den ja erst einmal ran, und zwar
peile ich das hier alles wieder so. Und dann suchen wir hier oben mal Kompressor. Und das mal da rein. So. Wieder. Können wir herstellen? Die müssen wir noch herstellen, ne? Da brauchen wir Iridium von. Können wir ja auch schon herstellen. Das bedeutet. Okay, aber das ist ja kein Problem. Das müssen wir ja eh alles einmal herstellen, um zu gucken, ob wir es haben. Iridium, Platten und Pannen irgendwas. Dann irgendwas. Machen wir davon mal. Ein. Davon mal an. Weil ich nicht genau weiß, welchen das ist. Brauchen wir Iridium. Ich hier. 10 Stück. Fehlt. Einmal. Ich glaube, einer reicht ja auch schon. So. Craft den ganz normal. Das ist einfach nur zum Ausprobieren, ne? Man könnte sich das auch auch ausrechnen. Aber nö. So. Ja, immer herstellen. Mir fehlt echt Iridium, ne? Das ist. So krass, wie viel Iridium man braucht. Aber ja. Ich hab echt Angst, dass die kaputt gehen, wenn man die abbaut. Was ist denn so? Können wir noch so ein. Holo. Spiel. Aber der wieder die Drums gemacht hat. Holo. Ist das Ding? Molekula. Fehlt uns dafür denn? Schon einiges. Crystal. Machen wir 10 Stück gerade. So. Zack. Dauert natürlich das Herstellen, ne? Ja, nur craften. Aber ja, das dauert halt trotzdem. Crystal. Mein, gut. Warum habe ich die nicht automatisch ein? Das ist eine Frage. Mich sehr gut Frage, weil die braucht man voll oft. Ich würde da gerne lernen haben. Crystal. Wenn ich jetzt Inventar tue, wird der geladen, oder? Nee. Das ist gut, weil ich will das mit dem Lernen machen. So. Hahaha. Rein. Oh. Was? Ein paar von. Zack. Mal immer das weg. Das schon weg, das schon weg, das. Brauchen wir auch gerade nicht mehr. Auch. Mal das Ding. Oha. Bin echt Kupferkabel hier. Das kann ja nicht wahr sein. Zack. So. Ein paar davon schon mal machen auf Vorrat, weil die braucht man ja eh immer. So. Von diesen Dingern. Gehen wir diese Kabel hier aus, ich will ja schon kommen. Eins. Wenn ich jetzt hier Crystal eingebe, sollte ich das Ding. Mach mal. Ja, easy. Sehr schön. So, dann machen wir die hier. 2, 3. Hier. Geht jetzt noch? Auch das in der Mitte. Alter, ich fällt gerade auf, das Crafting-Rezept kenne ich echt kaum noch. Ja. Ein paar davon machen. So, dann können wir die herstellen. Zack. Echt zu wenig davon gemacht, das ist dein Ernst.
Okay. Rice Led fehlt aber gut. Das ist nicht so das Dramatische. Zack. Ich werde mit dir gleich, brauche ich die Dinger noch mal irgendwo anders für. So. Und bestellen wir uns eben mal 10 Stück, weil die können wir ja bestellen zum Glück. So, und was fehlt uns da jetzt noch? Will er die denn da nicht reinpacken? Weiß nicht mal, wie die heißen. Nee. Was? Warum willst du die denn nicht bauen? Hä? Das ist eine andere ID. Das hier mit 1. Brauchen die ohne 1. Wie kriegt man die denn ja schon wieder ohne 1? Habe ich die mir die letztens gecheatet? Ja, ne? Peinlich. Das hier. Dann. Bald. Out. Ich esse sie. Okay, muss ich erst so suchen. 1, 2, 4. So machen wir jetzt hier mit 1. 3. Ja. Das sind die jetzt ohne 1, oder? Ne, jetzt sind die mit 1. Wie ich denn ohne 1? Oder was? Mole Star Assembler. Oh. Cheaten uns ein. Gehen jetzt hier wieder in Out und hier auch. Wenn ich jetzt da draufklicke, passiert nichts. So, dann sagen wir so. Sachen einmal weg. So. Das und das. Hä, jetzt geht das? Nee, er zieht sie rein, aber er will sie nicht bauen. Dann nehmen wir uns hiervon die 6 Stück weg. So. Können wir da gleich 2 bauen? Aber den will ich gleich direkt 2 bauen. MT-Core. Wir holen uns einfach MT-Core. Die. Das bedeutet hier einmal World, Inventory, Out. Okay, ich will nicht so frei machen. Der Rest weg. Was braucht man dafür jetzt? Davon 6, das ist 12. Also, wir bauen den auch mal weg. Das heißt. Iridiumplatten haben wir jetzt auch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das haben wir 10 von den Platten. Die werde ich jetzt löschen. 1, 2, 1, 2 löschen. Jetzt haben wir diese beiden hergestellt, so in Anführungsstrichen. Weil halt die IDs nicht miteinander einstimmen. Ist halt ein bisschen blöd, weil wenn man da an diesen Mods und sowas rumschraubt, dann passiert sowas nun mal ab und an. Molecular Assembler. So. Einmal herstellen. Dann haben wir übrigens das nochmal für noch ein. So. Dann würde ich jetzt gerne Solar. Kann ich davon nochmal 3 Stück herstellen? Ne, da fehlt Iridium. Solar. Beiden mitnehmen. Brauchen wir jetzt noch das vom Apply. Ne? Ne, Advanced Solar Panel. Advanced Solar Panel. Gibt's auch Kabel von? Also.
Auf jeden Fall von Industrial Craft 2. Industrial Craft 2. Da brauchen wir jetzt erstmal Kabel nochmal für. Der Part ist schon wieder viel zu lang, Leute. Sind die denn? Da. Das sind einfach alle Kabel, glaube ich, oder? Kabel. So, dann haben wir. Die bringen 8000. Auch 8000. Davon bessere. Das ist auf jeden Fall nicht apply. Ach, okay, dann machen wir, glaube ich, einfach Glasfaserkabel, oder? Was fehlt uns dafür? Minecraft Glas, falls wieder. Crystal. Wie heißen die denn? Ja, ich kann bei Crystal einmal. Da brauchen wir. Ethereum das, okay. Ich hab's schon wieder vergessen. N, was für ein Dust? Einfach machen wir mal 100 einfach. Keine Ahnung, einfach weil ich es kann. So, dann brauche ich jetzt noch Glas. Da. Es führt halt alles zum gleichen, so, weißt du? Das hat halt alles den gleichen. Gleiche Spannung, die die tragen können. So. Mal ein paar von. So, und wenn ich das jetzt irgendwo aufbaue, im besten Fall halt oben, wo wir Sonne haben, vielleicht sollten wir provisorisch, in Anführungsstrichen provisorisch, auch da hinten direkt schon mal aufbauen. 9 FPS nur. So. Hallo. Könnt ihr sterben? Ja. Bauen wir erstmal provisorisch hier auf. Okay, die haben echt viel, ne? Maximal Output 128 Uhr, also hätte ich die Kabel gar nicht machen müssen, oder? Ich hoffe nur, dass das Ding jetzt nicht mehr in die Ohren fliegt. Weil ich das, glaube ich, gerne etwas höher setze. Weil ich ja will da unter ja noch einen Hopper wieder haben. So. Zack, bitte. Schaut mal nicht schlecht aus. Brauche ich eben Iron. Okay, schneller geht das jetzt auch nicht, ne? MFSU. Oh mein Gott. Wow, wie ich mich erschrocken. Auf einmal kam Feuerwerk. Lapis. Alle, da brauchen wir 6 Stück. Start. Oh meine Güte, habe ich mich gerade erschrocken. Aber gut, das machen wir in dem nächsten Part, das hier. Ich werde hier dann, also da wird dann eine MFU dran, dass wir da hoffentlich mehr Strom und sowas drin haben. Dass wir brauchen halt viel, viel, viel mehr Iridium. Ich habe das so unterschätzt. Aber ja, das werden wir machen. Und ja, falls euch der Part heute gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und Kommentar natürlich auch. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder bei Minecraft Flower Power. Und ja, ich muss auch gerade hier hin, weil ich. So. Schön gemacht. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Clay Tom. Ciao, ciao und bye, bye.